Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu dem neuen Video. Ja, sollte eigentlich schon ein wenig früher kommen, aber hat sich mal wieder ein wenig verschoben. Nein, ich bin in der Zukunft an den Rest aufzunehmen. Ja, ihr habt einen Betrag gesehen, der da mit dem Tieflader gekommen ist. Und ja, dann haben wir rumgefahren worden ist, ja, der ist gewaschen worden. Jetzt waren sich sicher einige Fragen, ja, was ist mit dem Ding? Ist das jetzt bloß zum Reparieren da oder was treibt er denn schon wieder damit? Nein! Der oder andere, die in meiner Livestream gesehen und der weiß, wir haben einen MB3 gekauft. Und ja, da steht das Ding. Gerade ist er. Das ist ein MB3 900. Der hat den Turbomotor, den OM314A. A steht für Abgasturbolade. Ja. Baujahr 81. Die Stunden wissen wir nicht genau, die Stundenzähler ist hängen geblieben zwischen 2000 und 3000 Stunden. Also, so wie es jetzt ausschaut, irgendwas mit 2000 oder 3000 und hinten dran 600 noch irgendwas. Kann auch mehr sein, ist ein wenig eine Krankheit, dass der wohl hängen bleibt, aber wer weiß. Jo, hat einen Frontlader, einen Frontlader der Firma Frost. Ja, mit elektrischer Auslösung, mit Klinken. Also noch nichts Euroaufnahme oder dergleichen. Hat hinten drauf einen Aufbaumulcher von Gilbers. Das Ding soll aber definitiv runter. Das war ursprünglich einmal ein Dreipunktgerät, sieht man noch da die Bolzen und die Aufnahme. Aber der kommt definitiv runter. Das Monstrum brauchen wir nicht. Wer es nicht weiß, unten großen Mulcher, den wir gehabt haben, haben wir verkauft. Und ja, der tut es da auch weg. Das ist einfach, ja, nicht das Richtige. An sich zwar kein schlechtes Patent, können wir das super verwenden, weil er hinten keine Federung hat, kostet nicht viel kaputt machen. Der ist fest auf dem Rahmen drauf. Aber das Problem ist, er ist fest auf dem Rahmen und wenn du jetzt an den Bulldog, der soll als Zugmaschine wieder laufen, wenn du an den Bulldog jetzt auch einen Maul noch machen willst, ist die Hydraulikpumpen im Weg, um die wegzumachen. Ziehst zwar nur die Bolzen, dann ist die weg, aber die hängst nicht einfach hoch, sondern musst dann gucken, dass du es komplett abnimmst, musst den Aufbau mit runternehmen, bis du einen guten Tuch drüber, bis du es abgenommen hast. Der Mulchkopf ist auch vorhanden, den musst du auch runterbauen. Also es ist irrwitzig, der Aufwand, da haben wir ehrlich gesagt keine Lust, das zu machen. Auf 3-Punkt Umbauer wollen wir nicht, weil dann haben wir selber Spielchen wieder, was wir schon mal gehabt haben. Dass du, wenn du Hubwellen verbiegst oder ja, das Gewicht halt einfach. Ja, der hat zwar große Ballastgewichte, aber ja, wir wollen auch nicht. Der soll weg. Vermutlich haben wir schon einen Abnehmer dafür, so wie es ausschaut. Und dann werden wir sehen. Ja, der Bulldog hat ein wenig gelitten, man sieht schon. Kotflügel hinten ist nicht mehr so ganz neu. Da wird wahrscheinlich nochmal neue fällig werden. Hey, guckst du da? Ja, mei. Das ist so. Der hat hinten noch die Rückwände mit Planer. Da sind wir noch am Überlegen. Vielleicht machen wir jetzt sogar wieder Planer. Der hat die alte Kabine drauf. Die, ja, ich glaube, Telefonzellen hat man es auch genannt. Das ist die kleiner Kabine. Eine falsche Felge leider dabei. Das ist eine Lemmertz-Felge. Größe 13x24. Die ist leider verkehrt. Das ist auch 13x24, ist südrotfähig und von der Seite habe ich 3 drauf, habt ihr auf der anderen Seite gerade gesehen. Und die ist verkehrt, also da muss noch einer hin, weil das ist optisch blöd. Das muss schon gescheit werden. Ja, der Motor da oder von dem Bulldog, wer sich jetzt fragt, läuft das Ding? Nein, natürlich nicht, deswegen haben wir ihn auch geschleppt. Der Motor war voll mit Wasser gestanden, Ölstab raus, war lauter Wasser drauf. Das haben wir rausgelassen. Der ist jetzt leer. Motor ist fest. Wir wollten ihn erst zum Dreher bringen. Mit einem, also vorher hat es probiert mit einem großen, mit einer großen Nuss und einer Ratschen. Keine Chance. Hat keinen Sinn gehabt. Der ist wirklich richtig fest. Bewegst du nichts mehr. Also garantiert schon fest gegammelt. Der wurde 10 Jahre in einem Gebüsch gestanden. Und da tut sich nichts mehr. Getriebe ist auch kaputt. Das hat einen großen Riss. Also auch defekt. Das ist das MB3 Splittgetriebe. Ja, ich drehe euch einmal so.
Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Da läuft der Riss. Das Getriebe ist gerissen. Ja, untenrum ist er noch ölig. Ein Haufen Druckluftleitungen. Ja, wie gesagt, Splittgetriebe drin. Von unten sonst ist er eigentlich gut. Naja, ist genug Öl drauf. Also, was soll groß kaputt gehen? Nee. Aus dem Luft wieder raus. Ja, wie gesagt, untenrum ist er recht ölig. Da ist das Getriebe bei denen gebrochen. Die haben da gut gefahren und haben geschaltet. Und dann hat es einen Schepperer getan. Und dann ist das Öl unten rausgelaufen und das Getriebe war gerissen. Tja, jetzt wandern einige ja gleich sagen, um Gottes Willen, Getriebe und Motor bei meinem Betrag schweineteuer. Normalerweise schon. Dankenswerterweise, da hat mich der Jannis draufgebracht, der ist auch öfters am Motor unterwegs. Der hat einen Bekannten, der hat ein Splittgetriebe und einen Motor. Und das Paket haben wir jetzt für 2.100 Euro gekauft. Der Motor und das Getriebe haben 3.000 Stunden. Stammen aus einem Truck, der als Selbstvorspritzen gelaufen ist. Also von daher passt es. Ja, jetzt sind wir mittlerweile an der Weide. Gestern musste ich abbrechen, der Fahrer ist angekommen. Wir sind unterwegs gewesen, weil wir was geholt haben. Und zwar an Harzmotor mit einem Schneidgerät dazu. Und bei dem, wo wir da waren, das ist ein Bekannter von meinem Vater, der hat auch noch ein paar Teile von Unimog und MP-Drag. Und hat für uns auch noch was gehabt. Ja, zu dem Traktor passend. Müssen wir mal schnell aufmachen. Dass du das auch mal siehst. Ja, am IHC wollte ich es immer haben. Da hat es sich nicht verwirklichen lassen. Weil es zu teuer oder zu umständlich ist. Gar nicht so leicht zu lösen. Und am Truck ist das alles machbar. Da liegt ein wenig was. Ein langer Gelenkwellen. Wenn man es so erkennt. Hubzylinder, der Luftfilter da gehört zu den Schneidgeräten vorne. Ich hoffe, man erkennt es überhaupt. Ja, da unten, das ist Fronthydraulik. Der Raum auch vorne noch. Das ist die Fronthydraulik mit einem Zylinder. Hubkraft 1200 Kilo, wie ich jetzt gelernt habe. Das ist ja doch schon einiges. Ja. Die soll dann an den Dore noch. Um die Nordsee machen, wird wahrscheinlich das da weg müssen. Der Raum auf dem Frontlader. Da muss man mal gucken, wie das dann funktioniert. Da wird man wahrscheinlich die Bolzen rausziehen müssen. Die wird dann unten eingehängt. Und oben in das Zugmaul, in die äußeren zwei Löcher, da kommen auch Bolzen durch. Da sitzt der Oberlenker und der Hubzylinder drin. Und dann hast du da eine Bulldogger Fronthydraulik und Frontzapfwellen. Da ist er quasi auch schon vorbereitet. Falls man das überhaupt erkennt, wenn der jetzt so da durchguckt, da seht ihr da vorne eine Scheibe. Da kommen dann die Gelenkwellen drauf. Und da unten, ach, das sieht man da leider nicht, war dann der Bock angeschraubt, der dabei ist. Und in dem Bock, da sitzt dann eine Wellen. Auf der anderen Seite hat es dann ganz normal den Zapfwellenstummel und dann haben wir Frontzapfwellen. Ja, der MP-Drag ist jetzt dann und der Bulldog, der auf Frontzapfwellen und auf Fronthydraulik kriegt. Wollte ich am IHC immer gern haben, ist aber gar nicht so leicht zu realisieren, beziehungsweise unheimlich teuer. Und ja, da hat sich schön angeboten. Haben wir jetzt gekriegt. Druckluft. Hängebremse und Loch kriegt er natürlich auch noch. Hat er aktuell nicht. War der Wagen nachgerüstet, haben wir gesagt. Dann habe ich an dem Bulldog quasi alles, was ich an meinem Betrag immer haben wollte, hätte ich dann am Motto. Ja. Und wer sich jetzt fragt, ja mein Gott, jetzt muss der ja einen Geldscheiße haben, was hat das Zeug alles kostet, ist ja unbezahlbar. Also, das ist ein guter Bekannter von meinem Vater. Die Fronthydraulik mit den Teilen dazu. Das Zugmaul, was drin liegt, das passt leider nicht an den Bulldog da, das müsst ihr anpassen. Der hat hinten die Schiene. Die hat einen Abstand außen von, ich bilde mal ein, 89. Und das Zugmaul ist aber 200.
das passt quasi nicht noch. Das hat er uns trotzdem einmal mitgegeben, falls wir uns was draus bauen wollen. Der hätte aber noch eins vom Unimog, was besser passt. Dann müssen wir es bloß auch irgendwas unterlegen. Gibt bloß um ein paar Millimeter oder was. Und dann würde das passen. Ja, und für das ganze Paket oder mit dem Schneidgerät zusammen. Ja, da werden jetzt dann die Leute sagen, mein Gott, ihr müsst dann Geld scheiße haben. Nö. Das war wie gesagt der Freundschaftspreis. Meine Frau kennt den schon recht lang. Die haben schon viel zusammen gearbeitet. Und wir haben für das ganze Paket 450 Euro gezahlt. Und das muss ich echt sagen, also das ist ein Schnäppchen. Wirklich wohl. Was will man mehr? Wir haben für 450 Euro jetzt eine Fronthydraulik Frontzapfeln und den Motor. Also wenn ich den Motor abziehe, circa die Hälfte vor Konstellation für die Teile jetzt. Stop. Echt top. Also da wirklich wohl. Immer wieder faszinierend, was man vorher für Leute kennt. Das ist richtig cool. Ja, und wenn wir schon dabei sind, was hat eigentlich der ganze Bock da kostet? Ja, der ganze Bock da, oder? 4.500 Euro. Ja, da gibt es einige, die sagen, mein Gott, viel zu viel Geld, das ist ausgeschmissen, das ist ein totaler Schrott, kein Schrott. Ja, wie gesagt, ist mit Arbeit verbunden. Wir können ja Gott sei Dank alles selber. Großer Vorteil. Sehen wir schon. Ja, da bin ich nur einmal unterbrochen worden. Der Bekannte Kuma, die haben einen Haufen Holz gesägt gehabt und haben einen Haufen Sägespäne haben gehabt. Hat er gefragt, ob ich die nicht brauchen kann. Ja, für die Schweine unten im Stall haben wir ein bisschen unten drunter mit und der Stroh saugt ein wenig Flüssigkeit mit auf im Winter, weil wenn sie draußen sind, die bringen einen Haufen Wasser mit, dass das ein wenig mit wegkommt. Nee, nicht wegen Gülle, weil machen tun die nämlich, das sind sehr reinliche Schweine draußen. Ja. Nur habe ich dankend angenommen. Gleich ein paar Sekte vorher gemacht in meinen Behälter rein und 4 Sekte Stänger jetzt noch zusätzlich neben dran. Die kann ich dann einmal mit vererben. Ja, deswegen nur kurz unterbrochen worden. So, und jetzt zurück zum Truck. Ja, also wie gesagt, wir haben den gekauft als Restaurierungsobjekt. Ja, der A oder andere, der macht jetzt zwar denken, was ist das für ein Schrotthaufen und das lohnt sich ja überhaupt nicht und schmeißt ihn da lieber weg oder sonst was, aber wir haben Lust und Zeit dazu. Naja, Zeit ist relativ, also das Jahr klappt es nicht mehr. Aber Lust auf jeden Fall dazu. Es hat sich angeboten. Ob das jetzt das Schnäppchen war oder nicht, das mag in den Raum gestellt sein, das ist mir wurscht. Für uns war es in Ordnung, oder für den Vater war es in Ordnung, weil er hat ihn auch gekauft. Ich habe jetzt schon einige Teile dafür bestellt. Und jetzt, wie gesagt, die Fronthydraulik dazu. Es ist nicht verkehrt, was man hat, hat man. Ja, und jetzt sitzen wir gerade drauf. Ja, der Dachhimmel, der gehört einmal wieder aufgehängt, der ist ein bisschen tief unten. Dann kann man nämlich auch anständig sitzen. Es hängt alles ein wenig durch. Ihr seht, Rückwand hat er keiner. Der ist offen. Der hat einmal eine Plana drin gehabt mit Reißverschluss, die konnte man zuziehen. Da hängt der Reißverschluss noch. Ui, nein, der ist auch schon fest. Wie gesagt, mit Reißverschluss kannst du da zuziehen. Oder kommt welche der Mulche da hinten dran? Da sind die Steuerhebel dafür. Aber der Mulche kommt runter, der bleibt wie gesagt nicht drauf. Und ja, wir sind am Überlegen, vielleicht wirklich ein fester Rückwind drauf zu machen. Ich habe schon ein paar Anregungen gekriegt, wie man sowas machen könnte. Eventuell mit Aufstellscheiben. Original wäre ja eigentlich ein glatter Rückwind drunter. Die bündig ist hinten mit einem Kurbelfenster. Problem ist, du kriegst den Sitz dann nicht weit genug hinter. Sprich, dann ist mit der Beinfreiheit, wenn du dann nicht weiter hinten kriegst. Jetzt kann ich eigentlich recht bequem hin sitzen. Jetzt passt's. Ja, ich bin halt relativ groß. Aber wenn du dann noch weiter Fotos, dann wird es schon ziemlich eng. Und da haben wir gesagt, also vielleicht dann wirklich irgendwie so ein ausgestellter Rückwand, die ein bisschen nach hinten ausgebuggelt ist. Hat es wohl auch gegeben, original, konnten wir wohl auch kaufen. Und ja, vielleicht bauen wir uns sowas selber oder. Vielleicht bietet sich sowas an. Ja, so viel auf jeden Fall da dazu. Ja, stundentechnisch weiß gar nicht so genau, wie viel er eigentlich hat. Der steht, wie gesagt, zwischen 2000 und 3000. Kann aber schon mehr gelaufen sein. Das war wegen einer Krankheit wohl bei dem Dacho, dass der hängen bleibt, weil bei dem 800er von einem Bekannten da, wo wir gestern die Teile geholt haben, der ist auch so in den Dreh stehen geblieben. Und ja, es dreht quasi nur noch die hintere Hälfte.
Also, du kannst dir nur noch vorstellen, wie viele Stunden das tust. Ja, Druckluft hat er ja an Bord. Ist ja ein Drack. Der hat unter anderem ein druckluftgeschaltener Zapfwellen. Das ist der Hebel da. Das ist die Zapfwellenkupplung. Das ist beim IHC seitlich der große Hebel ist, den musst du noch hinten ziehst. Das ist bei dem da der kleine Hebel. Das muss alles wieder gangbar gemacht werden, dass das wieder schön arretiert. Der wo wie gesagt jahrelang gestanden. Die verschiedenen Schaltestellungen fürs Licht. Das ist der Anlassknopf. Zweimal Steckdosen mit 12 Volt. Die Anna habe ich gedacht für den Scheinwischer. Der Scheinwischer funktioniert noch, der Motor sitzt da oben. Das ist der Scheinwischermotor und der Scheinwischer geht auch noch. Da muss man mal schauen, wie man das Kabel dann vielleicht verlegt, dass man sauber durch den Dachhimmel dann über, da hinten runter und dann auch so wie das Kabel da oder vielleicht schön mit oder her zum Armaturenbrett und da herlegt oder so. Dass das ein wenig Ort hat. Und der zweite Stecker da oder. Ne, Schmarrn, jetzt habe ich einen Quatsch erzählt. Der Scheibenwischer, der hängt glaube ich direkt drauf. Das ist der Scheibenwischer. Das da oder. Das sind hinten die Blitzleuchten gewesen, sorry. Und das da oder, das ist die Rundumleuchten, die nicht mehr vorhanden ist, aber der Halter hängt ja da daneben. Da soll auch wieder einer drauf. Aber das Kabel muss ich dann neben runterlegen. Die Blitzleuchten kommen runter, da kommen auch dafür Arbeitsscheinwerfer noch. Und das Ganze das muss man halt irgendwie schön verlegen, dass das ein wenig ordentlich ausschaut. Die Kabine da, das seht ihr schon. Verkleidungstechnisch existiert hier nichts. Der hat halt nichts. Der hat unten die Fenster drin. Beziehungsweise auch kein Fenster. Ja, da brauchen wir noch einen Scheim. Da unten ist alles recht offen, recht nackert. Fußmatten hat er gehabt, die waren aber total kaputt. Die habe ich mir bloß aufgehoben als Schnittmuster. Da waren wir uns selber welcher Bauer. Weil die Argenolen, die kostet dann nicht bezahlen, da wascht der Arm. Ja, einen Wischwasserbehälter brauchen wir, dann müssen wir mal gucken, vielleicht aus dem Automobilbereich, dass man was findet. Ja, Gummipedale da oben brauchen wir wieder. Das Teil da habe ich schon, da war ein Schalthebelsymbol drin. Das habe ich auch schon wieder liegen. Vielleicht brauche ich es gar nicht, weil wir ja wie gesagt ein Getriebe und einen Motor kriegen. Den müssen wir bloß im September dann, Dezember irgendwann abholen. Ja, die Lüftung da unten. Ja, die schaut mir sich auch so an und sagt, na die ist bestimmt kaputt. Nö, elektrotechnisch geht alles an dem Bulldog. Wir haben noch eine große 10 Ampere Ladegerät angehängt, also mein Bruder. Und dann haben wir mal die Elektrik durchprobiert. Geht alles. Wirklich alles. Du kannst Scheibenwischer bedienen, du kannst die Lüftung einschalten, die verschiedenen Lüftungsstellungen, da oben das Lichtlack geht, die Scheinwerfergänger, die Warnblinkanlage funktioniert. Rückleuchten funktionieren, Standlichter funktionieren, Blinker funktionieren, alles, alles. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, das sind die Blitzleuchten, die Dodehänger. Die gehen leider nicht, warum auch immer. Vielleicht ist an denen selber was kaputt. Wissen wir nicht, wir haben schon mal reingeschaut, aber siehst eigentlich nichts. Ja, vielleicht ist das Kabel irgendwo dazwischen unterbrochen, dass da kein Strom nicht ankommt da hinten. Weil das geht alles da oder so über die Freiluftleitungen aus. Also das ist die Rundumleuchten da oder? Und das ist das Blitzleuchtler hinten. Kann sein, dass du durchgescheuert ist oder so. Aber gut, die brauchen wir wie gesagt eh nicht, das ist wurscht. Ja, ansonsten innenraumtechnisch. Was hat er wegen? Ist dann schon ein Beifahrersitz da. Der ist im Übrigen hochklappbar. Finde ich richtig komfortabel, das Ding eigentlich. Also wenn jemand mitfahren will. Der IHC oder Notsitz drin, der sitzt in den Sitz. Du kannst dich draufsetzen, der ist aber nicht jetzt der bequemste. Finde ich beim B-Trag eigentlich richtig gut gelöst, weil du halt wirklich so als Beifahrer du daneben sitzt. Du hast ordentlich Beinfreiheit und du bist dem Fahrer im Endeffekt auch nirgendwo im Weg. Das finde ich schon mal richtig gut gelöst. Die Seitenscheiben unten drin, oder die finde ich auch top. Du hast halt eine schöne Rundumsicht. Ja, was ich ergänzt habe, das sind die Türfangbänder. Die haben leider gefällt, die waren nicht mehr vorhanden. Die habe ich ergänzt. Die Dämpfer für die aufstellbare Windschutzscheiben, also das da hin, das Stück habe ich auch. Die kannst du ja mit den Klammern aufmachen und stellst es dann nach vorne auf. Die Dämpfer habe ich, da werde ich mir wahrscheinlich ein Teil selber bauen.
Der Gegenhalter schaut genauso aus wie der. Dann war ich mal einfach ein Blechplattennehmer und war an so einen Stift draufschwarzen. Wann hat er unten dann verschrauben? Das Ganze links und rechts, das kann man ja selber machen. Die Form, das ist kein Problem. Das ist ein großer runder Scheim im Endeffekt auf der Anseite, ein bisschen angeschnitten, sichtbar da die Form schön. Und dann so ein Stift drauf und dann kann ich die Dämpfer da mit reinmachen. Und dann funktioniert das nämlich. Wie gesagt, ich tue das einfach einmal so selber Power. Was ich nicht herkriege, das wird selber gemacht. Brauche ich kein Geld dafür ausgeben, das kann man selber. Das ist ja kein Problem. Wie gesagt, ein paar Teile fehlen auf jeden Fall an dem Trag noch, so ist es nicht. Das ist noch genug Arbeit zu machen. Es fehlt der Scheim, Getriebe und Motor muss dann getauscht werden. Der Rohrmark gehört geschliffen, der Mulch hier hinten gehört runter. Ich brauche die Unterlenker, ich brauche die Unterlenker strem seitlich hinten rechts. Ich brauche die Hubspindeln, Agerschiene brauchen wir. Oben her sind normalerweise zwei Eisen dran, wie beim IHCA, dass da deiner Hubspindeln einhängen kannst, dass die Hydraulik festgestellt ist. Oder die Treibung festgestellt ist, dass zum Beispiel, wenn du die Presse drauf hast, dass die nicht auf und ab wippt oder so. Das gehört noch gekauft, muss ich schauen, wo ich es herkriege. Wie gesagt, da sind noch genug Teile, die ich dann irgendwie benötige, die ich brauche. Aber das wird sich alles finden. Ich denke, das ist kein Problem. Ja, und dann halt, wie gesagt, das ganze Ding wieder sauber zusammenrichten. Ein Filch brauche ich noch, das ist so, das sind so die Sachen, die mir jetzt spontan wieder einfallen. Wischwasserbehälter. Aber alles nach und nach kommt mit der Zeit. Und wie gesagt, da machen wir jetzt keinen Stress. Das Jahr wird sowieso nichts mehr. Also für 2020 war das Projekt nichts. Weil es schaut jetzt so aus im Winter, es muss die Karossen vom Smart, von meinem Vater sein Smart, einmal vom Miststreuer runter. Den will er endlich einmal fertig machen. Ihr wisst, dass ich jedes Jahr, wenn ich Miststreuer brauche, die Karossen runter tue. Und die soll jetzt dann irgendwann einmal die Hallen rein, soll runter. Und dann soll da drauf auf der Karossen der Smart neu aufgebaut werden, weil seiner hat einen Unfallschaden gehabt, die hat er schon so gekauft. Und ja, da war überall ein wenig Leckagen und es läuft Wasser rein und dann, ja, wie gesagt, das welche soll da schon lange mal neu her. Ja, das ist ein Projekt. Ihr seht da vorne mal Rutsungedüm. Die Kreiselecken, wie gesagt, soll komplett überholt werden im Winter. Der Container oder der muss noch fertig gemacht werden. Wir kriegen jetzt voraussichtlich demnächst den LKW-Aufbau dazu. Den müssen wir runterschneiden. Der soll dann da drauf. Das ist ein Aufbau mit Planer. Der kommt auf den Container drauf, dass der dicht ist. Dann ist der Container fertig. In der Mähdrescherhalle unten muss der Boden gemacht werden. Da soll gepflastert werden und betoniert werden. Dass das gemacht ist. Am IHC muss noch mal was gemacht werden, weil die Hydraulik irgendwo undicht ist. Die spritzt ein wenig raus oder zieht Luft. Ist aber nicht die Pumpen. Ja, wie gesagt, das ist ein schöner Listen an meinem KA15. Ist eigentlich von auch noch die Kurbelwellendichtung. Die liegt schon lang da. Müsste gemacht werden, muss der Kühler raus. Muss von auch irgendwas weggebaut werden, dass man nachkommt. Die Kehrt gemacht. Ich weiß nicht. Es sind, wie gesagt, noch einige Sachen zu erledigen. Der Traktor steht nicht vorne dran, weil wir haben 4 Schlepper, die fahren. Wenn ich so nehme, der Allgäuer, der gehört auch mal gemacht, das steht schon lange auf dem Programm, auf der Agenda, aber ich glaube, da reden wir auch schon seit fast 10 Jahren, dass der mal gemacht gehört. Egal. War da früher oder später. Also wie gesagt, das passiert nicht. Wir haben noch erst einmal da stehen. Ich suche jetzt stücklesweise die Teile zusammen, die ich brauche. Wie gesagt, Treibungsteile, das ist einmal was, falls da jemanden kennt, der zum Beispiel ein einzelner Felch für mich hat. Vielleicht der so ein Felch oder hinten so ein Lämmerzfelch sucht und im Tausch stecke ich so ein anderer hat oder was. Vielleicht gibt es auch jemanden, der die Treibungsteile hat, der ein Scheim oder was noch rumbollen hat oder sonst was. Darf ihr euch gerne unter dem Video bei mir melden oder auch über die WhatsApp-Gruppen, wer da drin ist, oder über Facebook könnt ihr mir schreiben oder wie auch immer. Instagram habe ich ja auch. Also wenn jemand was hat oder jemanden weiß, der was hat, gerne melden. Ansonsten, wie gesagt, die Zeit. Das Jahr wird es nichts mehr und ich habe auf jeden Fall jetzt da gut halb, dreiviertel, vielleicht ein Jahr oder länger Zeit, die Teile zusammenzusuchen und da wird sich mit Sicherheit einmal die Gelegenheit finden. Weil ich suche auch ganz ehrlich, Unsummen zahle ich nicht. Wenn ich für ein Felch 300 € zahlen soll und kriege im Internet für 250 4 Stück,
dann brauche ich das nicht machen, weil die Felgen, die es da gibt, die wo da drauf sind, die ja Südradfelgen, Stänger im Internet, aktuell welche ja drin, 4 Stück abzugeben. Die wollen 250 Euro für die 4 Stück, aber ich will keine 4 Stück, weil dann habe ich noch einmal 4 da liegen und habe die 4 rumliegen. Wenn ich bloß einer brauche, brauche ich bloß einer. Und vielleicht findet sich ja da irgendwas. Aber wie gesagt, das pressiert nicht. Das ist nicht so, dass ich das jetzt auf der Stelle holen muss. Wie gesagt, noch und noch. Ja, so viel zu dem Truck. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Was wir mit dem kaputten Sitz da machen, weiß ich noch nicht. Der Vater wollte eventuell auf Luftsitz umrüsten. Der ist wohl hydraulisch gedämpft irgendwie. Da unten sitzt eigentlich die Batterie drin. Ja, müssen wir mal gucken. Keine Ahnung, also werden wir sehen. Andere Teile, wie gesagt, habe ich schon einiges oben in der Maschine liegen, wie Embleme oder sowas. Und der Rest, das gibt sich. Und wer sich fragt, wie der lackiert wird, also ob wir den danach mit dem Dunkelgrün machen von MP-Truck, nee, selbstverständlich nicht. Das ist ein 1981er MP-Truck. 1981 sind die ausgeliefert worden, so wie er jetzt wie da steht, mit der schwarzen Motorhaube. Umher und die restlichen Teile alle sind im MP-Truck grün, gelbgrün. Und genauso soll er wieder werden. Ich will da keine Experimente machen, ich will da aus dem keinen neueren machen, also quasi ein Baujahr 83 oder sowas, der ja dann die grüne Haum oder so hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe mit 83, aber ich glaube, das war irgendwie so. Wenn es nicht ist, ist egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ich will auf jeden Fall keinen neueren Traktor daraus machen, sondern es soll der Charme von dem alten bleiben. Es gibt von denen gar nicht so viel. Es sind glaube ich bloß 1200 Stück oder was von dem gebaut worden. In der Ausführung, wie wir nachher mit dem ganz starken Rahmen, der hat nämlich einen 8mm Kommunalrahmen. Ihr seht da den auf den Ding da hinten drauf, das war Kommunalschlepper. Gibt es auch nicht so sonderlich viele. Und deswegen, ich möchte nach Möglichkeit auf jeden Fall schauen, dass der original bleibt. Und dann wieder original lackiert wird. Der Lack wird wahrscheinlich wieder so 2K-Dural mit Acryllack werden, so wie ich noch auf die Krame drauf habe, weil das hat sich bewährt. Das ist ein guter Lack, der gut funktioniert. Der jetzt beim KL300 noch 2 Jahre immer noch tiptop ausschaut. Und das werden wir wahrscheinlich da auch machen. Weil wenn ich mir überlege, Kunstharzlack bei meinem Auto zum Beispiel, der war ja noch am Jahr schon teilweise, dass er wieder angefangen hat auszublasen. Und beim Krame jetzt noch 2 Jahre immer noch nichts und der Krame hat ja doch gearbeitet, auch der KA15 hat genug gearbeitet, ist relativ stoßunempfindlich, außer jetzt zum Beispiel am Kotflügel, wo es halt demoliert worden ist. Nee, aber irgendwie so die Richtung. Aber wird alles noch und noch kommen, macht man sich jetzt einmal überhaupt keinen Stress. Ich halte auf jeden Fall wieder in die Videos auf dem Laufenden, wenn es da oder losgeht oder wenn es da wieder Neuigkeiten dazu gibt, dann werde ich das mit Sicherheit bekannt geben. Und ja, dann sind wir jetzt wie gesagt stand vorne. Fast. Also vorne tut er ja noch nicht. Aber es ist doch einmal was anderes. Ich weiß nicht, einige haben wir schon geschrieben, die haben wir schon fast vermutet, dass irgendwas sowas noch kommt. Ich habe immer gesagt, der Krame-Trakt hat mir gefallen oder Krame-Allrad. Jetzt ist es ein MP-Trakt geworden, ein 900er, 85 PS mit Abgasturbolader. Ist ja quasi ähnlich wie ein Krame-Trakt. Nein, natürlich nicht, das ist nicht dasselbe, weil der Krame-Trakt ist doch noch mal irgendwas Spezielleres mit der Allradlenkung und Rückvoreinrichtung. Hat jetzt der nicht. Aber irgendwie ist es trotzdem cool, jetzt noch einen MP-Trakt zu haben. Also ich find's klasse. Ich war am Anfang auch skeptisch, aber doch, das hat was. Und wie gesagt, an dem Bulldog kann man endlich einmal das realisieren, was man im IHC nicht so leicht machen kann, weil da ein Zapfeln noch von der Art zu bringen oder die Fronthydraulik kostet Schweinegeld beim IHC. Arbeitsscheinwerfer wollten ja meiner Leute nicht unbedingt, weil das die sagen, es passt einfach nicht zu dem Bulldog. Das ist ein Vierzylinder und da oder dann die Haufen Arbeitsscheinwerfer wie beim großen Sechszylinder, das ist blöd. Ich brauche die Arbeitsscheinwerfer, weil ich halt abends oder nachts einmal was erbe. Ich bin halt nur mal Feierabend baue, wenn man so will. Und dann kommt es halt einmal vor, dass man abends um eine 7 oder 8 Uhr noch das Mäher aufhängt, weil man die Wiesen vorher abgesucht hat nach Rehkitz. Ja,
Ja, dann fängst du zu spät das Mäher an und dann wird es natürlich beim Mäher doch relativ dunkel. Naja. Und wenn du dann bloß vorne deiner zwei Funzellichtler hast, dann ist es nicht mehr wie eine Kerzen. Dann siehst du ja auch nichts und hinten hast du bloß den Anscheinwerfer und du fährst über die Wiesen. Das macht nämlich keinen Spaß. Ich gesagt, ich möchte aber anständig eine LED, so ähnlich wie beim Radlader. Dann hast du richtig schön Flutlicht vor dir, du hast Flutlicht hinter dir, du siehst alles und dann passt es. Und ich habe jetzt geplant mit der Fronthydraulik, wenn die dann dran ist, dann wird wahrscheinlich auch noch ein Frontmähwerk kommen. Und dann möchte ich mit dem Mähwerk nämlich auch in der Front und mit meinem anderen im Heck mähen. Und habe dann eigentlich ja für meinen Feierabendbetrieb ja doch Schlagkraft. Ich meine, vielleicht bietet sich ja dann auch mal an, irgendwelche Lohnarbeiten oder was damit zu machen. Das ist, bin ich ja schon gefragt worden in die Stream. Kann ja sein. Vielleicht mache ich ja dann wirklich irgendwelche Lohndienste oder was, dass ich sage, okay, ich kann dann anbieten Zemea in der Kombination, weil ich ja ein wenig schneller unterwegs bin. Oder ich kann dann anbieten, keine Ahnung, zum Silofon oder sonst irgendwas noch. Das, wie gesagt, das bietet sich ja dann an. Warum soll man das nicht machen? Aber das wird sich alles zeigen. Lass mal erst einmal fertig werden. Vorher damit auch, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, weil das hat sowieso keinen Sinn. Ihr wisst jetzt Bescheid. Das ist das neue Projekt. Das wollte ich euch noch zeigen. Sorry, wie gesagt, dass das Video jetzt länger gedauert hat, aber dafür jetzt kommt's. Und jetzt wünsche ich euch was. Eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Servus.